Aloha Seekräuter und willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Wir blicken voraus und zwar auf Update 087, denn Wargaming hat so ein paar Informationen released, was denn da in diesem Update enthalten sein wird. Update 087 ist der zweite Teil der französischen Zerstörer-Epoche und wie sich das dafür gehört, würde dafür natürlich Direktiven, Container und Sammlung geben. Also ihr habt vier Direktiven und wenn ihr diese durchspielt, bekommt ihr dafür Container. In diesen Containern können Sammlungsgegenstände sein, die ihr hier abgebildet seht. Die französische Sammlung, die ihr vervollständigen sollt, besteht aus vier Teilen und es wird wieder jede Menge Sachen geben, die ihr dafür bekommt. Ihr kennt es schon so ein bisschen. Also, wenn ihr die Unterkollektion da vervollständigt habt, dann gibt es eben eine alternative Tarnung für die französischen Schiffe. Alle möglichen, also Schlachtschiff, Zerstörer und Kreuzer sind davon betroffen. Und ihr könnt dann nachher auch eine zweite Signalflagge auf französischen Schiffen anbringen. Das ist so die übliche Belohnung, die wir in der letzten Zeit immer wieder gesehen haben, wenn Sammlungen vervollständigt wurden. Darüber hinaus habt ihr die Chance, aus diesen Containern, die ihr da zieht oder erspielt, einen Auftrag zu bekommen. Und zwar für französische Premium-Schiffe, nämlich die De Grasse, die Aigle und die Gascon sowie die Le Terrible. Die hatte ich fast vergessen gerade. Also, das ist schon mal das, was man eigentlich so auch aus der Vergangenheit, aus dieser russischen Epoche und so weiter kennt. Das ist da in dem Sinne nichts Neues. Dazu kommt ein gallischer Token, den ihr da bekommen könnt. Ob das aus dem Standard oder wieder nur aus dem Premium-Container möglich ist oder so wie wir das jetzt auch schon kennen, dass man sich diese besonders erspielen muss und so eine Sachen. Davon kann man eigentlich schon fast ausgehen, ist hier aber noch nicht ganz konkret geschrieben. Diese gallischen Token, die könnt ihr dann in der Waffenkammer einsetzen. Und zwar für Verbrauchsmaterial-Tarnung, also da wird es wahrscheinlich wieder eine spezielle französische Tarnung geben, die ihr dann da in mehrfacher Ausführung für diese Token kaufen könnt. Dann wird es WoWS-Spielzeit geben, Signale, Dublonen könnt ihr umtauschen, das ist ganz interessant, dass ihr Dublonen für diese Token bekommen könnt. Und es gibt eine Hauptauszeichnung mit dem Update 087 und das ist dann unser französischer Kapitän. Und zwar Philippe Aubigneul. So würde ich es jetzt einfach mal als alter Ossi betonen. Ja, mag sein, dass das falsch ist. Ich bitte, das mir ein bisschen nachzusehen. Und zwar hat dieser Herr, dieser Kommandant, drei Talente. Das erste Talent nennt sich Flamme der Revolution. Jedes Mal, wenn der Spieler ein Band erhält für Kontrollbereich erobert oder dabei unterstützt, steigt die Chance, durch Feuer der Hauptbatterie Brände zu verursachen, um 1%. Heißt also, ihr steigert eure Brandwahrscheinlichkeit durch HE-Granaten eklatant, wenn ihr da 2, 3, 4 Mal vielleicht sogar in einem Gefecht hinbekommen habt. Vielleicht erinnert ihr euch mal an irgendein Gefecht, wo ihr besonders aktiv wart in Sachen Eroberung. Vielleicht sogar mit einem französischen Schiff. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie häufig ihr es geschafft habt, mit einem französischen Schiff, an was ihr euch erinnert, einen Cap zu erobern. Ja? Gut, DDs sind natürlich prädestinierter dafür, aber auch die französischen DDs sind nicht ganz so einfach zu managen, weil die Sichtbarkeit der DDs relativ weit ist. Also es sind jetzt nicht so typische Cap-DDs, so würde ich das zumindest mal beurteilen, wenn ich, an den Daten, die ich bis jetzt gesehen habe. Die nächste Aktion heißt vollständig bewaffnet. Aktiviert mit dem Erreichen der Errungenschaft vernichtender Schlag und reduziert die Nachladezeit der Schiffsbewaffnung um 10%. Also, ihr macht einen vernichtenden Schlag und die Nachladezeit der Schiffsbewaffnung wird um 10% reduziert. Aber das heißt nicht nur von der Hauptbewaffnung, sondern auch von der Sekundärbewaffnung, von Torpedowerfern, von der Flak, von allem, was auf dem Schiff an Bewaffnung vorhanden ist. Da wird die Nachladezeit um 10% reduziert. Richtig heftig und bestimmt auch sehr, sehr interessant für ein Schlachtschiff zum Beispiel und nicht nur für einen DD. Ja, also auch mal was, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Dann gibt es ein drittes Talent und zwar nennt sich das Geschwindigkeit und Ausdauer. Erhöht die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes um 5% für jede 1 Million potenziellen Schaden. Ja, ihr kennt ja den Counter da oben, ihr werdet beschossen, alles was im Umkreis von 700 Meter um euer Schiff lang schwimmt oder einschlägt, das nennt sich dann potenzieller Schaden und der wird euch gut geschrieben oben in der rechten Ecke, wenn ihr es eingeblendet habt und sobald ihr 1 Million erreicht habt, ist euer Schiff 5% schneller und wenn ihr 2 Millionen erreicht habt, nochmal 5% und so weiter und so weiter und so weiter. Also auch da kann man mit einem Schlachtschiff sicherlich auch von partizipieren und nicht nur mit einem DD. Da sind sicherlich dann auch nachher mal Sachen drin, wo man mit einem DD vielleicht mal ja, 55, 60 Knoten erreichen kann, ohne größere Probleme. Wenn man vielleicht
ja, 1 Million kann man mal schaffen, 2 Millionen so gibt es auch, also durchaus mal möglich, ne? Gerade weil die französischen DDs ja keinen Nebel haben und ja, ständig offen sind, von daher wird bestimmt gerne mal drauf geschossen und dann addiert sich der potenzielle Schaden. Wichtig ist dabei wieder zu erwähnen, so wie auch bei Kuznetsov, diese Talente funktionieren nicht in Clankämpfen und damit, ja, setzen sie so ein bisschen die Reihe fort, die sie mit dem Kuznetsov angefangen haben. Das sind Talente, die relativ einfach zu erhalten sind, also verhältnismäßig einfach und bringen interessante Vorteile, aber nicht zu, also ich finde sie noch nicht zu krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, Kuznetsov hat sich ganz gut integriert, das ist akzeptabel, man kann inzwischen damit rechnen, also ich persönlich rechne immer damit, alles klar, russisches Schiff und so weiter, jetzt sind wir bei 10.000 Trefferpunkten bei der Kreml, jetzt kommt gleich Kuznetsov und heilt sich ganz kurz, aber da kann man auch ganz geschickt ausnutzen, finde ich. Also ist okay für mich, ich kann damit ganz gut leben. Schreibt mir gerne in eure Kommentare, wie ihr das denkt. Ja? Könnt ihr mit diesen Supertalenten leben oder ist das zu viel für euch schon? Es gibt nämlich nicht nur diese drei Supertalente bei dem französischen Kapitän, denn es gibt auch noch ein dauerhaftes Talent und zwar Experte der Überlebensfähigkeit wird hier verbessert bei dem französischen Kapitän. Ihr habt ja standardmäßig 350 Punkte pro Tierstufe bei Schiffen. Und hier sind es dann jetzt eben 400 Punkte pro Tierstufe. Das heißt, mit einem Stufe 10 Schiff kriegt ihr 4000 Trefferpunkte obendrauf, wenn ihr diese Talent dann oder diese Fertigkeit dann trainiert habt mit dem Kapitän. Und bei Flugzeugen erhöht sich da der Punktestand dann um 30 pro Stufe des Flugzeugs. Also 300 bei einem T10-Flugzeug. Es wird halt also auf jeden Fall weiterverfolgt, dieses Konzept. Anscheinend war es erfolgreich und hatte nicht zu viel Impact auf das Spiel. Und ja, dann ist es jetzt erstmal, was wir zu der französischen Kampagne jetzt sagen können, die dann halt in den zweiten Teil geht. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst und einfach mal sagt, wie ihr das vielleicht findet, was Wargaming da so vorhat mit dem Update 087. Freut euch auf den französischen Kapitän? Freut euch allgemein überhaupt auf den französischen Zerstörer? Oder geht es euch so ein bisschen wie mir? Ich bin zwar interessiert, ja, sind neue Schiffe, aber so richtig heiß, so wie ich persönlich zum Beispiel auf die russischen Schlachtschiffe war, bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einfach mal mitteilt, was ihr darüber so denkt. In dem Sinne, ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.